Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer niedlichen Party Gas Station Simulator. Jawohl, der Bus ist da. Und Leute, was soll ich sagen? Ich will es endlich durchziehen. Ich will es durchziehen. Ich werde diese Folge definitiv die 5000 Euro zusammensparen. Koste es, was es wolle, egal wie lange es dauert. What? Oh ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Schon erledigt, schon erledigt. Einmal durchlassen. So, wie gesagt, die 5000, die werden definitiv heute fällig. Okay. So, wir haben aber noch alles besetzt. Nina ist an der Kasse, Maria ist an der Zapfsäule und George ist in der Werkstatt. Von da passt das mit dem Bus ganz gut. Und ich hoffe, die spülen uns hier richtig viel Geld in die Kassen. Und wir müssen natürlich auch auffüllen, ne? So. Weil die kaufen hier schon wieder richtig schön viel ein. Und die Ballies müssen natürlich auch immer gehen. Okay. Okay. Oh. Getränke sind schon wieder fast leer. Ja. Hüte. Wie sieht's aus mit Hüten? Oh, Hüte. Wir hatten hier zwei volle Ständer. Die sind schon wieder alle leer. Wir haben nichts mehr. Wir haben gar nichts mehr. Okay. Zumindest auf Autopflege haben wir noch. Aber auch schon wieder fast leer. So, Zeitung. Wo wir natürlich von jedem etwas auch bieten. Und Eis. Okay, Eis. Donuts hatten wir, glaube ich, auch nichts mehr, ne? Glaube ich. Genau. Wir hatten keine Donuts mehr. Oh Gott, wir sind schon wieder leer. Wir sind schon wieder leer. Wir hatten noch hier immer noch einen zweiten Brillenständer. Genau, hier. Ja, hier, hier, hier. Immer nur Kopfschütteln, ne? Ihr könnt nichts anderes. Alter. So. Schnell wieder feucht durchwischen. Ja, ja. So, wie sieht's aus? Nina hält noch durch. Alle halten noch durch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und der Bus ist auch schon wieder vorbei, fast, ne? Ja, fast. Wo hast du dich da gerade gejuckt, Maria? Habe ich das gerade richtig gesehen? Alright. So. Es nützt aber nichts. Ich glaube, wir müssen tatsächlich nochmal ein bisschen Ware ordern. Achso, da ist ja noch ein LKW, genau. Ich hätte nämlich noch Reifen bestellt, weil die waren auch schon wieder so gut wie leer. So, komm rein. Immer rein. Jawohl. Sehr gut. Oh, ich bleib immer an diesem Kackpfosten hier hängen. Wir sind ja eigentlich hier gestartet. Wie sieht's hier überhaupt aus? Ja, hier sieht's immer noch aus wie Sau. Eigentlich müssten wir uns da auch nochmal kümmern, aber wann sollen wir das machen? Ich würde ja gerne jemanden zum Putzen da oben hinschicken, aber ich glaube, das macht keiner oben. Das war aber rechts, gerade noch rechtzeitig. Und Spiegel haben wir auch noch. Öl hatten wir, glaube ich, nichts mehr, ne? Kratzerentferner haben wir auch noch genug. Wie sieht's denn aus bei Batterien? Da haben wir auch noch drei Stück. Nee, noch mehr. Nee, noch mehr. Okay. So, wir müssen immer noch nachbestellen. Oh, wir haben aber schon wieder 4.300 Dollar, ne? Komm, wir bestellen erstmal. So. Wie sieht Kraftstoff überhaupt aus? Okay, haben wir noch ein bisschen was? Das sieht noch gut aus. Nee, Quatsch, das wollte ich nicht. Ich wollte hier. So. Oh, das ist wieder alles teuer hier. Es nützt nichts. Wir brauchen das alles. Aber Popcorn geht eigentlich auch mal gut, ne? Oh, Alkohol ist schön viel günstig. So, aber wir nehmen trotzdem von allem was, weil wir wollen, dass die Leute alles zur Verfügung haben. So, was haben wir jetzt hier? Ich glaube, das ist schon wieder dann auch fast voll, das Lager, ne? So, Eis nochmal ein bisschen. Autopflegezeitung haben wir noch. Hüte brauchen wir.
Die kaufen Hüte wie wahnsinnig. Oh, hier, Trinket Helm. Aber wir müssen auch hier ein bisschen Auswahl haben. Brillen? Alter, ich weiß gar nicht, ob das reicht. Ja, reicht. Achso, ein Teddybären habe ich auch wieder vergessen. Oh, Nina ist am Ausruhen und Maria ist am Ausruhen. Okay, das heißt wieder selbst mit anfassen. So. Ja, ja, mach mal hinne. Okay. Okay. Die Buswelle haben wir überstanden. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier gleich die Ware wieder am Start haben, dann haben wir gut die Möglichkeit, die 5000 schon fertig zu machen. Wie gesagt, ich werde nicht aufgeben, bis ich sie voll habe. Na komm schon. So, einmal kassieren. Hello Lady. Oh, nettes Oberteil. Muss ich ja mal sagen. Sehr nettes Oberteil. Ja. Ich sag's ja, die guten Ballies. Alle wollen sie lutschen. Alle wollen sie lutschen. Und Brillen. Ich glaube, ich brauche nur noch Brillen, Hüte und Teddybären. Damit kriege ich die 5000 schon locker voll. Also stopp. So. Hier, Teddybären. Und Spielzeug. Und Teddybären. Keine Brille? Schöne Rätselhefte, die gehen auch immer sehr gut. Ja, wünsche ich dir auch, Mädchen. So. Wir haben nichts mehr an Produkten. Verdammt, verdammt. Aber ich glaube, LKW ist da, ne? Ja. Oh, Müll. Müll, 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 Müll. Erstmal Müll. Das ist wichtig. Und dann lassen wir gleich den LKW rein. So. So, wer ist denn hier fit? Na, die sind beide noch... Die beiden Mädels sind beide noch nicht ausgeruht genug, als dass wir sie jetzt schon wieder in die Arbeit schicken könnten. So. Wieder jede Menge schön Stuff, der uns weiterbringt. Wow, 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 wow. Das ist echt eine Menge Zeugs, ne? Okay. Das war der letzte. Jetzt schnell auffüllen. Vor allen Dingen Hüte. Wir haben keine Hüte mehr. Einmal schnell durchlassen, bitte. So. Alter, das ging alles in einen Ständer. Es ist unfassbar. Unfassbar. So. Oh, wir müssen gleich mal wieder Teddys nachbestellen. Und wahrscheinlich sagt er mir dann, dass der LKW noch unterwegs ist. Wir müssen kurz warten, bis der LKW weg ist, damit wir wieder neu bestellen können. Ja, wünsche ich dir auch, Kumpel. Okay. Schön Wein und Bier und... Wupp, 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 wupp. Verdammt. Ja, 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 Mädchen. Beruhig dich. So. Aufpassen. Ja, wo ist das? Der Popcorn. Alter, die kaufen hier aber auch echt immer jetzt richtig, richtig viel ein. So, wir müssen aber hier nochmal eben erstmal auffüllen. Oder geht ja auch schon wieder fast alles weg. So, Alkohol ist noch gut. Aber wir hatten auch keine Donuts bestellt. Verdammt! Wieso habe ich keine Donuts bestellt? So. Wir brauchen Gebäck. Jawohl. Und wir brauchen Teddybären. Ah, die sind auch echt immer verdammt teuer. So. Spielzeug können wir, glaube ich, auch nochmal wieder gebrauchen. Oder ist ja schon wieder alles teuer. Ah, reicht das? Nee. Zu wenig. Lagerkapazität. Wir müssen leider wieder ein bisschen
Komm. Wie soll ich denn jemals 5000 Euro verdienen, wenn ich zu kleines Lager habe? Ich glaube, das könnten wir noch nicht mehr upgraden, ne? Ich kann ja gleich nochmal gucken, ob wir das Lager nicht vielleicht doch nochmal auf den nächsten Level bekommen. Aber ich glaube, wir hatten schon auf den höchsten Level, den es geht. So, wir gucken mal eben. Warehouse. Oh nein! Wir können das echt noch abschließen. Ja, komm, ich brauch das. Ich brauch's. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hindert, uns die 5000 voll zu machen, aber es ist mir auch egal. Was haben wir jetzt an Kapazität? 1500. Okay, das heißt, wir können gleich nochmal mehr bestellen. Und ich hole auch gleich... Na? Ich hole auch gleich Nina und Maria wieder her. Die sind nämlich wieder ausgeruht. Jawohl. So. Nina, meine Süße. What? What the fuck? Okay. Wir haben wieder vergessen, das Lager zuzumachen. Wir sind selbst schuld. So. Tanken. Oh, es kann eine Werkstatt. Andrew, bitte. Genau, bezahlt hatte ich dich ja schon. So. Okay. Das heißt, wir müssen einmal hier ganz schnell Lager zu machen. Und ich weiß auch gar nicht, wie viel... Achso, genau, hier war ja noch was. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Kraftstoff wir hier noch haben. Ich glaube, das ist auch schon wieder ziemlich am Ende. Muss ich auf jeden Fall gleich einmal gucken. So, hau ab! Bevor Dennis uns wieder hier alles beklaut, müssen wir einmal hier leider zumachen. So, wir gucken einmal nach Kraftstoff. Lieferung. Ja, nicht mehr viel. Wir müssen wieder bestellen. Oh, ist aber günstig. Ist echt günstig. Gefällt mir. So. Wir haben noch 2,7. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 2300 Dollar. Und ich glaube, die spare ich mir jetzt auch. Ich glaube, ich werde jetzt nichts mehr bestellen. Obwohl, wir brauchen ja wieder noch, ne? Donuts, glaube ich. Hatten wir jetzt schon Donuts bestellt? Gerade eben? Oder ging das nicht mehr? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Oh, hier haben wir ein bisschen was. Aber nicht viel. Das reicht auf keinen Fall. Naja. Erstmal zumindest ein bisschen. So. Brillen. Brillen. So. Aber wir hatten jetzt hier ein bisschen Spielzeug. Und ein bisschen Teddybären, jawohl. Immerhin ein bisschen. Okay. Zeitung haben wir auf jeden Fall noch mehr als genug. Und, warum immer? Okay. So, Alkohol können wir auch noch mal ein bisschen. Aber ich glaube, wenn ich mir das Geld angucke, es könnte echt reichen. Es könnte echt reichen. Wenn jetzt noch mal ein bisschen Kundenschub kommt. What the hell? Oh, Kraftstoff ist da. Oh, Entschuldigung. Ja. Lass es laufen, Kumpel. Lass es laufen. So. Alright. Oh. Wie immer kümmere ich mich zu wenig um die Toilette. So, wir haben jetzt 3, 4 Toilettenkabinen. Das ist nice. Das ist sehr nice. Okay. Ja. Das sieht gut aus. Jetzt sind natürlich ein bisschen zu wenig Kunden hier. Weißt du was? Ich schnapp mir einmal Rudi. Und dann machen wir nämlich nochmal den 4. Parkplatz frei. Der gibt ja nochmal schön Kohle. Okay.
Rudi, ich hoffe, du machst wieder keine Zicken heute. So, wir holen ihn mal her. Einmal auftanken. So. Okay. Auf zum vierten Parkplatz. Ist doch der vierte, glaube ich, ne? Ja. Wir brauchen nämlich mehr Kunden. So. Ich hoffe, du bleibst hier nicht stecken. Oh, einmal reicht. Ja, sehr nice. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen zweimal fahren. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, der kostet natürlich nicht so viel. So, Rudi, einmal abladen. Ich danke dir. So, jetzt gucken wir mal wegen Parkplatz. Hey, hey, hallo, 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 hallo. Ich hier Chefe hier. Okay. Einrichtung. Sonstiges. Oh, 699. Verdammt. Aber wir nehmen es mit. Wir nehmen es mit. Denn ich glaube, es hilft uns. Letztendlich hilft es uns. Ich würde auch noch mal gleich gucken. Nur rein Interesse halber. Ich würde es wahrscheinlich nicht unbedingt machen, aber nur rein Interesse halber, ob wir noch jemanden einstellen könnten. So, Wohnwagen. Wir könnten tatsächlich noch jemanden einstellen. Aber das mache ich jetzt erstmal nicht. Das mache ich jetzt erstmal nicht. Hä? Wieso 1000 Dollar? Achso, nee, Quatsch. Ich will ja... Warte mal. Aber wo bezahle ich denn die 5000 Dollar? Achso, da muss ich meinen Onkel anrufen. Alles klar. Ich verstehe. So, wir gucken hier nochmal wegen Ware. Haben wir noch Klumpenmilch? Wir haben keine Klumpenmilch. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, hier haben wir aber noch schön viel. Okay. Sehr gut. Oh. Hab ich die nicht gerade ausgeleert? Oh, jetzt kommt noch wieder ein Sandsturm. Verdammte Axt, verdammte Axt. So, wir brauchen noch mal Donuts. Na, okay, wir haben noch ein bisschen was. Aber müssen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder mitbestellen. So, und Zigaretten natürlich auch wieder. Na. So, Nina, reichlich abkassieren. Reichlich abkassieren. Wir brauchen das Geld. Wir brauchen das Geld. So, ich hoffe natürlich, hier werden nicht wieder 1000 Sandhaufen liegen. Maria, alles gut bei dir? Siehst du überhaupt noch was? So, so, Andrew ist auch noch in der Werkstatt, sehr gut. Wie sieht's denn hier überhaupt aus? Batterie? Oh, wir müssen schon wieder Reifen bestellen. Die Reifen, die laufen wie Hulle. Und Kratzerentferner brauchen wir auch. So, Reifen. Und Kratzerentferner. Na, wenigstens sind die mal im Angebot. Okay. Ah, wieder 1200 Dollar. So, ist hier irgendwo ein Sandhügel? Nee, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Wir haben wieder Glück gehabt. Ja, wir haben wieder richtig viel Glück gehabt. Okay, so. Dann kümmern wir uns wieder um die Hygiene. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Was? Was? Wer hat sich hier beschwert? Hier gibt es nichts zu beschweren. Wir sind die geilste Tankstelle auf der Welt.
Genau. So, schnell den Müll. Ja auch. Okay. So, ja, es wird verdammt schwer, hier die 5000 hinzubekommen. Es wird verdammt schwer sein, aber wie gesagt, ich ziehe es durch. Ich werde nicht gehen, bevor wir die 5000 nicht haben. Denn ich will endlich schuldenfrei sein. Hatten wir hier noch? Nee, haben wir nicht. Aber ich will auch nichts mehr bestellen. Ich will jetzt einfach nur noch abwarten, bis wir die 5000 voll haben. Was natürlich nochmal vielleicht ein bisschen hilft, ist Autos knacken. Oh, Meister. Nee, andere Richtung. Jawohl. Na, immerhin, 24 Dollar. Nicht schlecht. Ein ganz kleines Stück noch. Ja. Okay, das war ein bisschen wenig. Aber egal, wir nehmen jeden Dollar mit. Wir brauchen jeden Dollar. Okay. Sehr, sehr gut. So, dich hier noch. Oh, Meister. Meister ist gut. Ja, oh. Es hilft, es hilft. Okay. Oh, da ist ja noch. Stimmt, Autoteile, genau. Warte, ich komme, ich komme, ich komme. Stimmt, stimmt, die Reifen. Und die Kratzerentferner. Die brauchen wir ja auch dringend. Vor allem Reifen. So, bitte schnell, bitte schnell. So, Dude, hau ab. Ich laufe mal eben hier in die Werkstatt, fülle das auf und mache hier anschließend zu. Denn ich will hier nicht, dass irgendein Kunde abhaut, weil keine Reifen mehr vorhanden sind. So. Okay. Dann machen wir Lager zu. Bevor der kleine Stinker Dennis hier wieder uns ausraubt. So, wir haben 3800 Dollar. Oh, 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 oh. Hier ist auch schon wieder ein bisschen dreckig. Ein ganz klein bisschen. So, hier auch gleich wieder. Alright. Sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Eigentlich müsste ich echt nochmal Hüte und Teddybären und Spielzeug bestellen. Aber dann schaffen wir die 5000 heute definitiv wieder nicht. Deswegen lasse ich's. Okay. Haben wir. Oh, ich weiß natürlich nicht, ob die Ware reicht. Oder ob wir nachher hier mit leeren Regalen stehen. Und trotzdem nicht genug Geld haben. Hm, hatten wir noch Eis? Ja, Eis hatten wir noch. Hüte hatten wir nicht mehr. Hier haben wir noch. Wenigstens die grundlegenden Sachen haben wir noch genug. Und hier noch. Gut. Wir haben jetzt. Oh, wir haben 4500. Oh. Das ging jetzt doch recht schnell, ne? Das heißt, wir sind kurz vor unserem Ziel. Wir sind kurz vor unserem Ziel. So, kauft, Leute. Kauft wie verrückt. Okay, und die sind gleich aber alle fertig hier, ne? Die sind gleich alle durch mit ihrer Schicht. Das ist schlecht. Alle auf einmal ist immer schlecht. Okay, aber wir haben noch George als Ersatz. Der kann dann gleich in die Werkstatt gehen. Ich würde das auch sogar schon mal machen, dass ich Andrew zur Pause schicke.
Oh nee, der ist gerade beschäftigt. Okay. Okay, dann nicht. Dann macht Andrew eben nochmal den Kunden zu Ende. Oh, wir haben 5000. Wir haben 5000. Wir rufen unseren Onkel an. Sofort. Endlich, endlich, endlich. Ja, Aufgabe erledigt. Hey, Punk, this place you've got here is amazing. And you've got all the money? Great, that's mighty kind of you. Best of luck, and hope I won't have to come back here all angry and everything. Forget to tell you, boss left you a little something should help you with the little twerk. Go check out your parking area. Peace. Danke, Kumpel. Euer Ernst? Ich habe jetzt hier eine Anti-Dennis-Alarmanlage. Oh, was? Hä? What? Wieso kriege ich hier Sachen raus? Hä? Ich bin verwirrt. Dennis Defense Sirene. Aber wieso kommen hier überall so komische Sachen raus? Ich bin sehr verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Okay. Können wir noch irgendwas jetzt Neues aufleveln? Gibt es jetzt hier vielleicht die Car Wash? Nee, ne? Das hätte mich natürlich sehr gefreut. Nee. Okay. Keine Car Wash Anlage. Sehr schade. Ja, Leute, ich denke mal, wir haben alles geschafft und haben jetzt endlich unsere eigene Tankstelle. Warte kurz. So, wir sind schuldenfrei und damit, glaube ich, war es das mit diesem Let's Play. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hatte es definitiv. Ich finde, es ist ein sehr schönes Spiel. Also wer es noch nicht hat, holt es euch auf jeden Fall. Es macht echt Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem neuen Let's Play demnächst. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, Leute. Tschüss.